Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, ich gebe zu, ich habe so ein bisschen Schiss, weiterzumachen, weil die nächste Kreatur sieht doch sehr, sehr imposant aus. Und ich muss mal eben schauen, das ist das, um das zu brechen. Also den Schutzschild zu brechen, nicht um die Kreatur natürlich zu brechen. Ja, wir haben gespeichert, also uns kann eigentlich nicht so viel passieren. Aber sterben können wir natürlich trotzdem. Alter. Ach so, ich sollte vielleicht erstmal ein Bild machen, genau. Der ist gesund, okay. Schöneres Bild können wir von dem wahrscheinlich nicht machen, oder? Oh, nein! Ach, kommt! Ja, ja, ernst jetzt. Ich würde sagen, das Bild ist schöner. Warum wir jetzt zwei machen konnten, ich habe keine Ahnung, aber... Oh mein Gott, noch greift er mich nicht an, aber wenn ich jetzt darüber gehe... Das sind doch noch mehrere. Hallo? Come on, I want to help you. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Ey, hier geblieben. Hier geblieben. So. Na? Na? Darf ich dich streicheln? Wieso darf ich dich nicht streicheln? Doch jetzt. Hallo. Oh. Nee, ich will dich nicht streicheln. Ich will in die Sicht rein. So. Alter. RB und RL, genau. Also R2 und R1 mit anderen Worten. Hier nichts. Ah doch, Moment, da hinten haben wir was. Also schwer sind die jetzt nicht, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen Panik gehabt. Bin ich ganz ehrlich. Ah, da ist eine Statue. Sehr, sehr geil. Kommt der überhaupt hoch? Das wäre jetzt die nächste Frage. Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Vor allen Dingen die Statue ist... Ich glaube, etwas hinter mir in dem Ding. Okay, hier müssen wir dann rein. Oh, Moment. Kann ich das mit dem auch machen? Auch von der anderen Seite wahrscheinlich, oder? Und ich höre hier auch schon wieder was. Sehr gut. Okay. Ich denke mal, das soll es wohl gewesen sein. Aber gucken wir erstmal. Da ist eine Blume. Ah, ich kann ja auch nicht wirklich viel mehr machen. So. Ja, du bist süß, aber es tut mir leid. Ich muss weiter. Achso, halt, stopp. Oh, fast vergessen. Greif mich jetzt nicht an. Wir waren gerade Freunde. Ich habe immer dieses Fluchtsymbol. Und nachdem mich da mal einer mit angegriffen hat, mit diesem Symbol, bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden. Da ist auch noch einer. So. Hm. Der feierliche Wegweiser. Okay. Ich muss denen ja jetzt nicht unbedingt direkt in die Arme laufen hier. Ich könnte die jetzt natürlich alle befreien, aber ich bin ganz ehrlich... ach so, doch. Ich glaube, für
Ah, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, ne? Ich muss ja eigentlich, damit ich hier die 100% kriege, muss ich so und so viel von dem befreit haben. Nutze die Koop-Fähigkeit. Ja, ich muss 10 befreien von denen. Ah, okay, dann muss ich, sollte ich das doch lieber machen. Warte mal, jetzt finde ich die gerade nicht da hinten. Hallo? Nein. Sag mal, willst du mich hier veräppeln? Ganz ruhig, ihr beiden. Ganz ruhig, okay? So. Jetzt gehe ich mal eben unten. Ich wollte doch gar nicht schießen. Hier unten nochmal gucken. Wird von oben aktiviert. Okay. Das ist nicht schlimm. Wir kommen ja hoch. Das eine hatten wir gemacht. Die Frage ist. Wo ist dieses nervtötende Klingeln? Ah, ich glaube, ich verstehe. Nein, falsche Taste. Another strange non-artifact. So, dann gehen wir hier oben mal eben hin. Können wir das von. Ja, können wir von hier oben aus aktivieren. Perfekt. Das machen wir jetzt sofort. Erstmal Seilbahn. Damit ich die nicht vergesse. So, und dann vom Schreibtisch der Dr. Margarete Tour. Antardünen, Tag 15. Die Kreaturen der Dünen sind wild. Ein paar von ihnen zeigen Anzeichen der Krankheit. Diese Krankheit beunruhigt sogar Kratevas. Aber Boti und die anderen Namen scheinen sich nicht wirklich darum zu kümmern. Sie nennen es Welken und nehmen es einfach schulterzuckend hin. Wie schaffen sie es, so gelassen zu bleiben? Das beeindruckt mich immer wieder. Selbst hier, unter diesen Bedingungen, umgeben von diesen Kreaturen, leben die Namen ohne Angst. Ja, warum sollten die auch Angst davor haben? Ich denke mal nicht, dass die von denen angegriffen werden. Ach so, wieso gehe ich eigentlich nicht da mit dem... dem Seil runter, wenn ich eh schon mal hier bin. Ach so, wenn ich die jetzt aber mache. Die kann ich. Kann ich die jetzt untersuchen? Okay. Okay, jetzt hoffe ich in der Tat. Ach, jetzt haben wir aber nicht genügend Plätze für die Pflanzen, oder? Ach nee. Oh nee. Willst du mich denn veräppeln? Was haben wir überhaupt hier jetzt bekommen? Gegengift. Pheromone. Infizierte Kreaturen greifen dich nicht an, solange du sie nicht zuerst angreifst. Okay. Halt Blindheit und immunisiert. Boah. Tja. Ausdauergetränk. Maximale Gesundheit lässt sie mit der Zeit langsam regenerieren. Finde ich gut, das Getränk, aber ich sag mal, ich muss die ja so oder so eigentlich ne, machen. Deswegen schmeißen wir das mal raus. Ach nee, mit Arm, nicht mit wegwerfen, ja. Hallo, darf ich auch einen neuen machen? Wieso darf ich keinen neuen aussuchen?
Heilt 100. Neutralisiert Gift. Wegwerfen. Ja, hat die ja super weggeworfen. Klasse. Okay, soll mir jetzt auch egal sein, ehrlich gesagt. Hauptsache, die Plätze sind frei. Dann hätten wir jetzt 7 Plätze frei für... Das sind mehr, oder? Moment, jetzt gehen wir da noch mal kurz rein. Halt Blindheit. Den würde ich gerne... Ach, ich will immer Y drücken. Ja. Ich drücke immer auf Wegwerfen, aber Hauptsache, sie nimmt die Sachen. Ist mir ja auch egal. Hauptsache, sie sind weg. So. Da müssen wir theoretischerweise hin. Können wir nicht einfach auf dir fliegen oder so? Alter. Das sieht ja mal geil aus. Krass. Alles gut. Ich würde dich ja auch nehmen, aber du kannst mich ja auch nicht dahin bringen. Was knurrst du mich hier so an? Und hier hinten war doch noch einer, oder? Ja, genau. Das sind sogar zwei. Moment. Och, kommt, Leute. Lala, ihr seid so lieb. So. Oh, das sieht so niedlich aus, wenn man ihn streichelt. Jo. Eigentlich wollte ich die Eva-Sicht machen. Ich habe das total... Okay, und er auch nochmal die Eva-Sicht. Und raus. Und dann gucke ich jetzt nochmal eben, was steht hier drin. Koop-Fähigkeit habe ich genutzt. Zwei, beziehungsweise doch 6 habe ich befreit. Also 4 muss ich noch machen. 4 muss ich noch befreien. Aber sonst muss ich mit denen nichts mehr... Ach so, das sind die Großen. Bei denen muss ich noch 3-mal die Koop-Fähigkeit benutzen. Und bei denen noch 1-mal. Okay. So... Den noch 1-mal. So. 2. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, aber ich glaube, das hat schon mal so funktioniert. 3. Achso, Karte, nee. Der geht ja immer wieder woanders hin. Das ist so nervig. Ach, die. Hä? Ich muss den Ansturm benutzen, oder was? Nicht nur... Moment. Hat er das jetzt gezählt? Oh, zumindest zeigt er mir jetzt hier das neue Gebiet an. Das ist ja auch schon mal was. Da war es doch gerade. Nee, hat er nicht. Also man muss die wirklich benutzen, wenn man sie benutzt sozusagen. Also wenn man sie braucht, sage ich mal. Das ist ja blöd. Das war vorher, meine ich nicht. Och, komm. So, das haben wir jetzt angemacht da oben. Das ist schon mal gut. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir jetzt da oben hin? Oder müssen wir nur hier unten durch? Das kann natürlich auch sein. Weststatue.
Oh oh. Von euch habe ich auf jeden Fall schon ein Foto gemacht. Es war jetzt zwar nur Instinkt, aber es hat funktioniert. La 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 la, hört mir zu. Ich sehe jetzt auf Anhieb nichts. Schauen wir mal eben. Können wir hier irgendwas mit deiner Partnerfähigkeit machen? Nicht so aus, ne? Da geht's runter. Oha, okay, was ist das für eine Statue? Nö, also ich sehe jetzt hier so spontan nichts. Und für dich sehe ich hier eigentlich auch nichts, ne? Was hier irgendwie am Leuchten ist oder so. Da können die sowieso nicht rum, nehme ich mal an. Naja gut, okay. Gehen wir erstmal hier oben gucken. Oder auch nicht, weil die da nicht hochkommt. Wieso kommt die da nicht hoch? Ah. Man muss laufen, na gut. Okay. Das ist alles inaktiv hier, nehme ich mal an. Frage ist, muss ich jetzt hier hochklettern oder sollte ich eigentlich von oben wieder runterklettern? Ich denke mal, ich muss jetzt zu der Pflanze hin, oder? Oh, du sollst laufen, wenn ich auf Rennen drücke, nicht schleichen. Geht das noch? Hallo? Das Ding ist halb so hoch wie sie und sie kommt da nicht hoch. Auch nicht schlecht. So, könntest du jetzt bitte laufen, wenn ich die Renntaste drücke? Danke. Oh ja. Okay. Da oben. Aber krieg ich die von hier angeschossen? Das ist die Frage. Moment. Achso, da können wir hoch. Perfekt. Ich hoffe, das, was ich gehört habe, ist jetzt nicht hier oben, weil ich habe gerade hier keine Zeit für. Das war alles, oder was? Und die anderen Seiten? Ich dachte, das ist die gleiche Pflanze. Das unten sind welche, die ich schon habe. Okay. Hier geht's noch weiter. Was ist das hier? Aha. Aha, aha, aha. Was ist das? Das sieht mir sehr bedeutsam aus. Hier ist keine Pflanze, die ich irgendwie... Ich meine, ich kann noch zur anderen Seite. Wieso zückt die das immer? Wegen dem Ding da hinten oder was? Ich kann noch zur anderen Seite, aber hier ist halt noch alles versperrt, ne? Deswegen...
Ach so, wegen dem zückt die das. Okay, verstehe. Moment. Das ist das. Oh, wie ich das hasse. Kann ich von hier aus das andere erst machen? Hallo? Och, wieso macht der das denn jetzt nicht? Ja, jetzt kannst du es machen, oder was? Willst du mich veräppeln? So, mach nochmal. Hallo? Alter. Nee, so. Okay. Ah, eine Statue. Okay. Nehme ich auch mit. Sehr gerne sogar. Okay. Das sammle ich auch alles sehr gerne ein. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Müssen wir jetzt hier runter? Wahrscheinlich, ne? Oben habe ich eigentlich ja alles schon. Ach so, das war hier, ja klar. Und der ist noch infiziert. Moment. Beiden sind noch infiziert, besser gesagt. So. So, dann haben wir die zumindest auch schon mal entverifiziert. So. Hier ist noch was zum Einsammeln, weil ich will halt die Pflanzen auch bringen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, man musste von jeder Pflanze eins bringen, oder wie war das nochmal? Ich bin lieb. Bin ganz brav, guck mal. Ach, das waren die vom Anfang. Stimmt, das waren die hier ganz vom Anfang. Moment, rechts ist noch was. Was ist das denn hier? Verfall? Ach, das ist eine Pflanze, oder? Ja, ja. Das ist eine Pflanze, da geht es theoretischerweise runter. Irgendwie ist das hier auch so ein bisschen gesperrt. Ich glaube, da soll man eigentlich gar nicht runter. Warum man dann da runter kann, weiß ich nicht. Das ist zum Herstellen. Das ist nicht zum Herstellen. Die Frage ist nur... Seilbahn aktivieren. Okay, da können wir runter. Ich würde nur gerne... Kann ich denn wenigstens die Blume irgendwie von hier aus erreichen? Komme ich da irgendwie rüber? Also man kann die Blume tatsächlich, so wie es aussieht, nur von der anderen Seite erreichen. Die Frage ist, hier oben drauf komme ich ja auch nicht, ne? Wieso ist das hier eigentlich? Das habe ich doch eben genommen, oder nicht? Wenn ich da... Aber ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Nee, das ist auf jeden Fall nicht dafür gedacht. Vielleicht später mal. Aber da hinten ist auf jeden Fall noch was, was ich gerne hätte. Deswegen... Das ist jetzt doof. Ich kann da halt nicht durchzielen. Mir erstmal runter.
So, wie lange haben wir denn überhaupt noch bis zu unserem Ziel? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Ich meine, wie gesagt, Pflanzen nehme ich immer gerne mit, ne? Hier noch irgendwas. Ist auch noch eine Pflanze, aber ist hier noch irgendwas zum Entdecken? Da kann man noch hoch. Aber nur um die eine da zu holen wahrscheinlich. Oder? Moment. Ah, sehr cool. Hier ist noch eine versteckte Statue. Ja, sehr geil. Es lohnt sich doch immer wieder mal, in allen Ecken und Enden nachzuschauen. Das merke ich immer wieder. So. Sehr cool. Dann können wir hier nochmal durchlaufen. Und da müssten wir ja da eigentlich an unserem Zielort auskommen, was wir jetzt hier markiert haben. Also mit dem Waisenstein. Theoretisch ja. Praktisch ist es hier leicht verwirrend gerade. Moment. Oh nein. Oh, willst du mich veräppeln? Oh, ich muss das umschalten. Moment. Also, rechts ist das. Ich brauche das links. Oh, ich hasse sowas, ich hasse sowas, ich hasse sowas. Ich glaube, ich habe das jetzt gerade nicht gerne gehört. Oh, mein Armes. Oh nein. Leave to Eva what is Eva's. Das sagst du so einfach. Der ist gestorben. Du hörst dich langsam an wie ein weises altes Namen, Nima. Wir können sie nicht alle retten. Wir tun, was wir können, sobald wir den letzten Waisenstein finden. So geht ihm an die Hucke. Weißt du, es könnte sein, dass... Es ist nicht mehr weit. Ich höre hier schon wieder was. Und ich höre schon wieder was anderes hier in der Ecke. Okay, da muss ich noch durchlaufen. Ich würde aber schon fast sagen, nach dieser traurigen Szene leider, dass wir... wir haben jetzt leider auch keine Karte hier, ne? Ja. Wie viele... Boah, 4 von 10 Statuen. Ach du Schande. Und ein Windspiel ist auch noch hier in der Nähe. Boah, heftig. Ich würde aber trotzdem sagen, damit die Folge jetzt nicht zu lange ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge weiter nach dem Waisenstein suchen. Weil, ich höre es ja schon, wir müssen hier wieder was freilegen, wir müssen wieder was finden und so weiter. Ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern. Und ja, ich denke mal, wenn die Ma jetzt schon hier steht, dann ist das eigentlich ein ganz guter Zwischenpunkt, wo wir dann auch speichern können. Ja, leider eine traurige Szene zum Abschluss, aber ich hoffe, dass wir... in der nächsten Folge wieder etwas haben, was ein bisschen fröhlicher ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!